Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag oder startet erst in den Tag, Freunde. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, welche Uhrzeit, lasst mich in Ruhe. Mit dabei heute ist Kalle. Wir spielen Quick Draw, Freunde. Wir müssen wieder diese ganzen Felder uns merken, die wir sehen, mit den Farben. Die müssen wir nachbauen. Wer am meisten Punkte hat, kriegt die besseren Waffen. Wir gehen rein. Let's go. Schaut das Video bis zum Schluss. Damit supportet ihr am krassesten. Vergesse ich immer zu sagen. Und seitdem ich es nicht mehr sage, Watchtime ist runtergegangen. Schade von euch. So, Friends, hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Wir haben das schon mal aufgenommen. Wir hatten das gestern für Kalle aufgenommen. Und deswegen hatte ich übel Bock, das nochmal zu machen, weil es extrem viel Spaß macht. Runde Nummer 1. Wir müssen uns merken, wie sieht das Ganze aus. Okay. Ja, Freunde, diesmal bin ich nicht doof. Es gibt rosa und lila und die sehen beide sehr, sehr ähnlich aus. Ich glaube, das sollte ich eventuell hinbekommen. So. So. Am Anfang denkt man sich immer so, ich habe alles vergessen. Und dann so mit der Zeit kommt das dann wieder, Friends. Oh mein Gott, du hast mich gebaitet. Ich dachte, du hättest wirklich alles vergessen wieder. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin sehr confident, dass ich hier alles richtig habe. Das Ding ist, was wir halt auch bei Kalle besprochen haben, der Winkel ist das Problem. Weil wir im Nachhinein... Oh, Freunde, ich muss einmal kurz nachdenken. Okay, zack, zack. So macht es irgendwie Sinn, oder? Bin ich richtig? Oder wenn, dann habe ich was in der Mitte falsch. Ein bisschen. Ein bisschen nur. Also, ich habe die Seiten auf jeden Fall richtig. Unten habe ich richtig. Und dieses U-Shape, da habe ich auch richtig. Wir lassen es mal laufen. Weil wenn wir Finish drücken, wird Kalle auch rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob er fertig ist. Deswegen lassen wir die Mute immer durchlassen. Aber das Ding ist, was ich sagen wollte ist, der Winkel ist, wenn man es so anguckt, ja, ich habe alles richtig. Wenn man den Winkel so anguckt, Freunde, ist es einfach. Aber wenn man dann in das Spielfeld kommt, schwierige Angelegenheit. Ich 25 Punkte auf mein Neck, direkt. Masterpiece. Ich habe gegambelt, weil ich mir nicht sicher war, wo oben, ob oben oder unten zwei waren. Also orange oder gelb zwei. Ja, okay. Darum habe ich beides einfach gemacht. Ja, ist okay. Auf ein Punkt weniger. Genau. Im Endeffekt geht es darum, wir machen immer drei Runden. Wer da die meisten Punkte hat, kriegt die bessere Waffe, Freunde. Und bis jetzt läuft es gut für mich, aber es ist auch nur die erste Runde. Es kann sein, dass ich gleich einen Blackout schiebe und ihr wisst, der Fluch der Aufnahme ist auch am Start. Runde Nummer 2, okay. Bin gespannt, ich bin gespannt. Komm schon. Okay. Shit, here we go again. Ich bin mir nicht sicher, Friends. Hä, was mache ich da? So. Zack. Okay, bei einer Sache können wir uns sicher sein, dass das hier richtig ist, Friends. Und der Rest ist jetzt eher Gamble, weil das ist ja super schwer. Also, die Ecken sind super, super schwer. Da wird man... Einer von uns wird da auf jeden Fall kranke Verdreher haben. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt rosa oder lila war. Da hat, also der Mapbauer hat es wirklich schön gemacht, aber bei rosa und lila hat er echt reingeschissen, Freunde. Da hätte man auch eine andere Farbe nehmen können, sag ich euch ehrlich. Vielleicht habe ich es verkehrt rum, vielleicht nicht, Freunde. Es ist ein Rateding, aber Kalle ist genauso am Struggeln. Dementsprechend passt das. Ich habe auch einen Punkt noch im Voraus. Leider nur einen Punkt. Ja, und? Ich glaube, ich habe alles genau verkehrt rum. Ich glaube, ich alles genau richtig. Nein, laber nicht. Ich hab alles verkehrt. Die unterste Reihe gemerkt, ist hochgezogen. Oh mein Gott, ich hab alles richtig! Was? What? Let's go, Friends! Digga, mein Gehirn funktioniert heute richtig krass. Warum? Digga, andersmächtig. Okay, was hat Kalle? Ja, auch alles richtig. Oh, ich hab einfach nur die untere Reihe gemerkt. Ich bin immer nur ein Punkt im Voraus. Natürlich, fairerweise muss man sagen, wir haben die Map schon zweimal gespielt. Die Pattern sind aber immer anders, Freunde. Also, die hatten wir. Den gerade hatten wir auf jeden Fall nicht. Oh, Rock, Paper, Scissor. Ah, Kalle nimmt eh Schere, deswegen nehmen wir Rock. Digga, du machst meinen Kopf kaputt. Wieso predictest du mich mit allem, was ich tue? Ich hab Kalle studiert, Freunde. Ich hab Kalle studiert. Gestern war das, ne? Wo du dachtest, du hörst dich doppelt, Freunde, weil ich genau das gesagt habe, was er gesagt hat. Weil manchmal, ich bestell mir was zu essen, nimm noch nebenbei auf und so, und dann sind wir Discord und dann sage ich zum Beispiel so, yo, Kalle, ich geh denn kurz essen, ich bin gleich wieder da. Und dann dauert das so ein, zwei Sekunden und dann sagt er, yo, guten. Das macht er immer. Okay, warte, wir müssen uns kurz merken. Okay, okay, okay. Digga. Nee, warte. So. So.
Okay, bei dem habe ich Struggle. Bin ich ehrlich. Da werde ich dick miese machen. Da werde ich dick miese machen, Freunde. Hier muss ich raten. Bin ich ehrlich? Ich lasse mein Gehirn einfach mal freien Lauf und machen, was er für richtig hält. Also manchmal funktioniert das, sage ich euch ehrlich. 25 Sekunden. Okay, wir füllen den Rest hiermit aus. Ich bin euch ehrlich, da werde ich, keine Ahnung, 5 Punkte kriegen oder so. Ah, schwierige Angelegenheit. Ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Also, ich würde mir viel merken, glaube ich. Da habe ich mies reingeschissen. Und ich glaube, das wird der Win für Kalle, dadurch, dass er sich hier besser gemerkt hat. Aber ich habe auch gerade eine Story erzählt, das war halt dumm von mir. Okay. Ja. Ah, lass okay. Stecken. Lass stecken, Bro, ich bin raus. Ich habe 2 falsch, glaube ich. 2? Mhm. Ich habe viele falsch. Ich konnte mir ungefähr merken, 16 von 25. Oha. Ist 16 okay. Von Wild. Ist okay, aber ich glaube, Kalle hat hier gewonnen. Hä? Hä? Bro, was hast du da gemacht, Digga? Ich dachte, das wäre Gabe! Okay, oh mein Gott! Ja, gut, erste Runde habe ich gewonnen. Kalle kriegt eine lila Waffe. Ich darf mir aussuchen, was ich möchte. Und wir gehen jetzt in die zweite Runde, Friends. Let's go. Hier könnt ihr gleich nochmal das Endergebnis sehen. Würde mich echt interessieren. Ich weiß auch, dass wir bei der ersten Runde hatten wir 33 Punkte. Das ist jetzt auf jeden Fall viel, viel krasser. Man wird natürlich besser in dem Spiel. Nicht, weil man sich die Pattern schon gemerkt hat, sondern weil man sich das Pattern merken einfach besser wird. Dieses okay, Prinzip wie viele Game. Punkte haben wir? Ich sag 70 oder so ungefähr, ne? 35 und 38. Okay, dann haben wir doch nicht so schlecht abgeschnitten, sondern die Punkte werden zusammengezählt. Bei der zweiten Runde werden wir auch nochmal. Aber trotzdem, im Durchschnitt hatten wir 3 bis 5 Punkte mehr als bei Kalles Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier zaubern, Friends. Wir gehen in die zweite Runde rein und es geht um die zweite Waffe. Das Ganze machen wir 3-mal, weil 3 Waffen mehr benutzt man im Fight eh nicht. Und das Ganze machen wir wieder auf meiner selbstgebauten Greasy Loof Map. Ja, ihr wisst doch. Selbst gebaut, Digga. Hä, was laberst du? Keep playing. Okay, hier könnt ihr sehen, Freunde. Hier sind diese ganzen Pattern und ich glaube, Kalle, wenn er jetzt kein Magier ist, haben wir demnächst mal alle durchgehabt und dann wird es eigentlich nur darum, wer das sich besser merken konnte. Oder die sind randomized. Okay, auch noch nie gehabt. Auch noch nie gehabt, bin ich ehrlich. Okay. So. So. Und hier oben haben wir jetzt ein Problem, Freunde. Ich hab's schon wieder alles vergessen. Ja, es geht schneller, als man denkt. Ihr könnt das Ganze selber natürlich spielen. Mapcode, wenn ich's nicht vergesse, tue ich in euch wieder rein. Sonst könnt ihr die Map auch bei Drop Night finden. Die heißt dann einfach Quick Draw, Freunde. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viel reingekackt habe. Aber hier bin ich mir sicher, dass ich den noch machen muss. Und hier unten. Schwierig, Freunde. Schwierig. Ich glaube, ich lasse es so. Wir werden so bleiben und hoffen, dass wir das Ganze auch richtig gemacht haben. Das Ding ist einfach, je sicherer du dir bist, desto mehr ist falsch. Ja. Ja gut, ich habe 4 falsch. 4 habe ich falsch. Einen, glaube ich, falsch. Ein falsch? Den oben in der Mitte. Ja. Nee, ich habe mehr falsch. Verdammt! 18 von 25 Punkten. Ich glaube, das habe ich besser, Freunde. Ich habe 21 Punkte. Ja. Digga, was? Let's go! Mann, ich bin richtig on fleek heute. Hä? Das liegt daran, dass ich Döner gegessen habe. Ich sag euch ehrlich. Döner macht euren Gehirn. Das hat irgendwie keine Ahnung. Da ist irgendwas drin, ich sag's euch. Digga, kurz mächtig geworden, weil du einen Döner gegessen hast. Eineinhalb sogar. Aber ist schon 2 Tage her, Freunde. Ich glaube, es wird mal Zeit wieder finden. Döner ist echt so ein Ding, das kann man immer essen, okay? Okay, okay. Wir fangen hiermit an. So. So. Hä? Was mache ich da? Zack. Naja, ich bin so cringe, Mann. So. Jetzt habe ich die anderen Sachen schon wieder vergessen, weil ich so lange für die anderen gebraucht habe, Mann. Man wird alt. Boah, Freunde, ich jetzt. Nee, weil ich habe immer lila und pink die ganze Zeit verwechselt und bin dann durcheinander gekommen. Ah, wir gehen auf so. Ja, okay, das ist RIP. Da haben wir viel falsch, Friends.
Ich weiß nur, dass wir die Mitte richtig haben, links und rechts haben wir richtig. Unten, I don't know, und oben weiß ich, dass ich was falsch habe. Mal schauen. Ich bin gespannt. 5 Sekunden noch. Kalle, wie sieht's bei dir aus? Was sagst du? Ich bin mir nicht sicher. Also für mich sieht's richtig aus, aber es ist wieder safe die Hälfte falsch, weil ich bin mir nicht zu sicher. Okay. Blau? Ja, obwohl? Ich habe nur 2 falsch. Kalle? Digga, ich bin's! Der cleane Profi? Ich bin Tim! Ich habe nur 2 falsch. Irgendwie speichert das Gehirn das unter ab und man denkt, man weiß nichts mehr, oder? Kann das sein? Aber das ist trotzdem fast alles richtig. Guck mal, ich habe fast alles richtig. 23 von 25, Freunde. Was ging da ab? Aber ich glaube, punktetechnisch führe ich gerade noch. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Okay, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Das heißt, es kommt noch eine, ne? Bevor die Punkteauswertung kommt. Genau, eine kommt jetzt noch. Okay, final round, Freunde. Ich bin gespannt. Komm schon. Ekelhaft. Oh. Ah, ekelhaft. Oh, Digga, das da. Aua. Das ist gar nicht cool, Freunde. Also sage ich euch so, wie es ist. Da hat er einen rausgehauen, der Julian, der die Map gebaut hat. Das wollen wir eigentlich nicht, sowas. Ah, okay, das wird mein Untergang. Ah, nein, ich habe das... Oh, verdammt, ich bin raus. Ich glaube, das wird die bessere Waffe für Kalle. Bin dir ehrlich? Ich habe ein neues Muster erfunden, was es nicht mal gibt. Same. Ich habe einfach so eine Flagge gemacht. Okay. Ah, scheiße, Mann. Mann, wieso konnte ich mir das nicht merken? Das war voll easy eigentlich. Ich hab's mich sogar auf die Mitte fokussiert und dachte, okay, wenn ich wenigstens die hinbekomme, habe ich 9 Punkte. Ich hab's auch wieder vergessen. Okay. Ich hab mich auf Farben konzentriert, aber irgendwie... Eieieiei. Ja, okay. Oh mein Gott, ich hab alles falsch, glaube ich. Ich glaube, ich hab nicht ein... Doch, ich hab so 5 richtig. Ich hab eine neue Flagge gemacht, Digga. Digga, was ist du denn? Auf einmal Rainbow Man, Digga. Ich hab mir die Reihe gemerkt, die zweite von 17. Links halt. Du hast wahrscheinlich sogar mehr als ich, oder? 19! Let's go! Warte mal, ich weiß aber nicht, wer jetzt mehr Punkte hat. Da bin ich mir nicht sicher, Freunde. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Wir werden das Ganze sehen. Okay, das ist jetzt nur, dass ich die Runde gewonnen habe, aber das ist egal. Es geht um die Gesamtpunktzahl. Komm schon, bitte. Und? Yeah, boy! Wie viele Punkte mehr? Ich hatte 38, du 35, jetzt hab ich. Das dauert immer ein bisschen lange. Zum Glück nur ein bisschen. Das dauert jetzt auch nochmal ein bisschen lange. 75, also habe ich diese Runde 4 Punkte gut gemacht. Also war ich sogar besser als die Runde davor. Kalle, deine letzte Chance, eine gute Waffe zu holen. So, letzte Runde. Nein. Kalle, mach mal ernst jetzt. Ich weiß, du machst extra schlecht, damit ich dich nicht flame. Spaß. Remember. Okay, Round 1. Fight. Die hatten wir schon. Die hatten wir. Oh mein Gott, das erste, was wir ein Doppelte haben. Okay. Let's go. Okay. Das wird ein Duell, wo einer einen Dreher hat. Oder beide haben es richtig. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber wenn wir beide richtig haben, kommt ja wieder dieses Stein-Schere-Papier-Ding. Ja. Da kann man dann immer noch gewinnen. True. Bin mir nicht mal sicher, ob ich alles richtig habe. Also den unteren Bereich und das in der Mitte habe ich alles richtig. Aber oben? Weiß ich nicht, Freunde. Weiß ich nicht. Oben. Aber ich glaube, ich lasse es so. Mein Gehirn sagt mir, lass es so. Oben könnte ich einen Farbdreher drin haben. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ich mach Finish. Oha. Damit, wenn ich fertig bin, bin ich schneller. Digga, Freunde, ich dachte, wenn man vorher Finish macht und beide haben die gleiche Punktzahl, dann gewinnt der schneller. Ich hab verkackt. Oder? Nee, ich hab alles richtig. Digga. Und er hat gefinisht, der 31. Ich hab gefinisht, das heißt, 41 Sekunden, ich bin schneller. Ja, bin dir ehrlich, jetzt hier auf Papier gefühlt. Ich auch. Irgendwie bereue ich es gerade, Finish gedrückt zu haben. Okay, Freunde, das haben wir beide komplett richtig. Ich würde sagen, unentschieden. Ne, nicht ich habe gewonnen, sondern unentschieden. 25 Punkte für beide. Aber das ist auch die erste Runde von 3. Das heißt, wir können hier noch verkacken. So. Ist eigentlich simpel zu merken. Ja, eigentlich, ja.
Sag mal nicht, wer diesen pink-lila-Farben-Dreher sein Kopf Bruno liegt auf eigentlich. So. Bin mir nicht sicher, bei Pink und Lila, wie bei jeder Runde. Und oben bin ich mir auch nicht sicher. Warte, ich muss kurz einmal die Farbe machen. Muss einmal abchecken. Ach, mein Gehirn sagt mir, dass ich das vertauscht habe. Aber mein Bauch sagt mir, ich habe Hunger. Und wenn mein Bauch sagt, ich habe Hunger, dann weiß ich, dass ich richtig liege. Okay, wir machen Risiko. Zack. Und switchen das Ganze nochmal um. Bumm. Okay, mal gucken, wer recht hat. Mein Bauch oder mein Gehirn? Mein Bauch hat mir gesagt, änder das. Und mein Bauch hat verkackt, aber ich hätte sowieso verkackt. Ich habe unnormal verkackt, also Next Level verkackt. Ich habe alles falsch. Ich habe nur einen Farbendreher bei Pink. Ich habe 9 Punkte, Digga. Was? Bei dem einfachsten Ding habe ich richtig reingeschissen. Ich habe wieder Pink und Lila verkackt. Ja, okay. Aber Kalle hat hier haushoch gewonnen, Friends. Also das heißt, die nächste Runde musst du extrem verkacken oder wir haben ein Riesenproblem. So, finale Runde. Okay. Ja. Boah, ekelhaft. Wer soll sich das denn merken? Bin mir nicht sicher, Freunde. Ich glaube hier, dann das hier und den Rest füllen wir einfach damit aus und hoffen, dass wir richtig sind. Das war ein ekliges, also das hatten wir auch noch nie und das war extrem schwierig, Freunde. Ich bin mir nicht sicher, wie viele ich davon richtig habe. Auf jeden Fall nicht alle, das weiß ich. In die Mitte irgendwie reingeschissen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir machen einfach mal so, machen überall ein bisschen Farben rein und dann machen wir so diesen, kann sein, dass wir es richtig haben, aber kann auch sein, dass wir verkackt haben, Ding. Jetzt wird eklig. Kalle, bist du sicher, dass du viel hast? Nee, ne? Ich glaube, den Rand habe ich, weil ich mir dieses untere Muster merken konnte, aber die Mitte nicht. Ja, okay, Orange habe ich gar nicht. Ich habe alles verkackt. Aber ich, ja, okay, ich habe Pink gemacht. Ja, oha, 3 falsch nur. Ja, stimmt, nur die Orangenen. Okay, das war's für mich. Okay. Obwohl. Einfach irgendwas gemacht. 12 von 25. Okay, Freunde. Kalle hat die dritte Runde gewonnen. Ich habe 2 gute Waffen, 1 schlechte. Kalle hat eine gute und 2 schlechte. Wir gehen in den Fight. Let's go. So, Freunde. Mirkan hat mir gerade gesagt, es gibt einen krassen Skin, den wir geschenkt bekommen haben. Ich wollte gerade im Shop, aber wahrscheinlich ist er auch im Shop, wenn ihr das Video seht. Oder da ist er schon wieder weg. Ich weiß es nicht, Freunde, wie lange er bleibt. Aber es ist einfach der echte Arnie. Ich kann ihn euch nicht von vorne zeigen, weil das geht in Fortnite nicht. Immer, wenn ich mich umdrehe. Aber er hat eine Sonnenbrille auf. Deswegen habe ich auch eine angezogen, weil ich Kalle jetzt komplett zerfetzen werde im Fight. Kalle, guck dir meine Waffen an und staune die Vernichtung. Gut. Willst du meine Waffe sehen? Sofort. Ich habe die mächtigste Waffe von allen in ganz 40-90. Oh, die ist echt stark, Freunde. Da kann Kalle auf jeden Fall was reißen mit. Ich sage euch so, wie es ist. Die macht irgendwie, wie viel war das? 70 oder 80 Damage nur auf Körper, Friends. Und wenn man 200. Kopf... Und fast 200 Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Also sogar mehr dann auf Körper, ne? Auf Körper war die auch so bei die 100 rum. Also okay, aber du musst daran denken, ich habe eine Sonnenbrille auf. Ich merke gerade, dass ich voll wenig dadurch sehe. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, der war ja nicht mal knapp, Digga. Der war ja nicht mal knapp. 96 ja, ich hab dich null gesehen. Okay, wir haben ein Problem, Friends. Oh, Kalle down. Früher wäre ich jetzt down gewesen, ja. Ja, aber ich habe 200 Leben eingestellt, was ich gerade bereue. Oha, da kommt besser geflogen. Ah! Wie viel Leben hast du noch, ehrlich? Ich bin low. Oh, ah! Ich sehe nichts! Nein! Okay, es ist übel schwer mit der Sonnenbrille was zu treffen, Freunde. Ich muss näher rangehen. Okay, es geht weiter. Bist du bereit, Kalle? Yes. Andrea seine Arnie-Moments mit seiner Sonnenbrille. Ist so. Das war der dümmste Move, den ich je gemacht habe. Sag ich euch ehrlich. Okay. Wenigstens keine Leben verloren. Das passt.
Ihr schon schießt, bevor ich richtig gespawnt war. Ah. Ja, was redest du? Sowas würde ich niemals machen. Wer are you? Du hast mir... No joke, du hast mir in den Po geschossen. Oh ja. Das war geplant. Komm, Mammutpistolenfight. Oh, da habe ich aber noch einen Hit kassiert. Digga, was? Okay, läuft ganz gut für mich. Ich bin dir ehrlich, Mammutpistole wird meine neue Mainwaffe. Weißt du, ja, die ist echt nice, Freunde, ich sag's euch. Weil ich am Anfang hab ich sie ein bisschen gehatet. Das Ding ist, durch die Brille wird mein Headset auch so weggetan von meinen Ohren und ich höre voll wenig. Einfach 7 Handicaps in einem Fall. Wird halt nicht lachen, weil du einfach den Kampf verloren hast und ich habe nur ein Leben verloren, oder? Ja. Freunde, ich muss jetzt, glaube ich, immer eine Sonnenbrille tragen, weil dann ist der Kampf ein bisschen spannender für mich, weil ich mich mehr konzentrieren muss. Aber wenn ich das Ganze gefallen habe, lass ein Like an Avatar. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.